Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Letztes Mal haben wir uns in den Funguspass vorgekämpft und da suchen wir weiter nach Schätzen und so, weil wir sind auf dem Weg zur Operation Mihan. Und natürlich stehen hier überall so Soldaten der Bürgerwehr rum und geben uns Zeug. Ich zeig den Kampf kurz mal her, weil das ist nicht so tragisch. Hier kommen übrigens keine extrem neuen Gegner, also nichts, was wir nicht schon gesehen hätten. Das machen wir hier, machen wir Kimari. Und zwar macht Kimari gleich mal Clown. Ah, klauen wir hier die eine Silenzium-Mine. Oh nein. Also es gibt hier keine übermäßig neuen Gegner, weil der einzige Gegner, der hier nicht dabei ist und der auch noch hier vorkommen kann, ist der riesengroße Garuda, den wir schon aus Luca kennen, aus dem Spezialkampf dort quasi. Das Problem ist, die einzigen wirklich nervigen Gegner hier sind sowieso nur die kleinen Pilzer hier, die Pollen austeilen können und dann noch Feuer. Wir sehen gerade, warum genau die so nervig sind. So, wir werden hier gleich mal Yuna reinholen und Titus aufwecken. Das wird, glaube ich, das Beste sein. Was wir hier auch noch machen wollen, ist so gut wie alle Ekstasen aufladen und auch die Ekstasen der Beste aufladen, bis wir eben mit dem Material hier abgeschlossen haben, weil danach bräuchten wir es dann schon wirklich. Nein, eigentlich nicht. Also das war jetzt nur Zufall. Also die sind wirklich nicht schwer. Also es sieht jetzt nur schwerer aus, als es eigentlich ist. Der Clou darin liegt darin, dass man so schnell wie möglich den Typen da wegbekommt. Und das geht am einfachsten mit Feuer. Die komischen Pilzer, die lassen sich, obwohl sie mit Feuer selber zaubern, mit Feuer selber beseitigen. So, und dann wollen wir noch den auch weg. Dann, das haben wir auch schon. Kimari wird noch einmal klauen. Ah, hat er schon. Brauchen wir noch nicht. Dann werden wir Wacker nehmen. Hier drauf haben. Damit wir zumindest etwas Schaden machen. Dann noch Auron einwechseln. Der wird kurz abwehren und dann haben wir den Kampf auch hinter uns gebracht. Zumindest wenn Lulu irgendwann mal drankommt. Zaubert einfach nur Eis drauf. Ich habe übrigens auch schon alle Radzauber bis auf Eis. Den holen wir uns dann am Ende dieses Abschnittes. Wir brauchen Eiser hier ist vorher noch nicht wirklich, deswegen werde ich es auch noch nicht skillen. Also ich werde die Level, die Sphäre-Level bis später aufheben. So, das ist der einzige Kampf, den ich heute herzeigen werde, weil die anderen Zufallskämpfe mit den. Moment, ich tue mich kurz noch heilen. Am besten mit Yuna. Yuna hat auch schon Beten erlernt. Das ist, was Beten genau kann. Ich zeig's später mal her. Ist nichts anderes als eine quasi Gratis-Heilung, die auf alle geht, allerdings halt sehr schwach ist. Also die heilt in dem Fall nur, glaube ich, zwischen 50 und 100 momentan, aber bei jedem und kostet keine Mana, also. Okay, das machen wir doch gleich. So, ganz normale Zufallskämpfe. Es gibt übrigens eine Gegner, die ich. Ich glaube, ich habe ihn hergezeigt, das ist so ein fliegender Gegner, der Blitzzauber machen kann. Er ist nicht übermäßig wichtig. Wenn er auftaucht, einfach mit Wacker draufgehen, kann irgendwie nicht wirklich viel. Deswegen werde ich den Kampf jetzt trotzdem nicht herzeigen, falls er dabei ist. So, und das war eine ganz normale Garuda. Okay. Und da vorne treffen wir da eine alte Bekannte. Ich war nicht able to stop them. As you can see. But seeing their fierce determination, I couldn't just sit there. So I decided that I would do everything in my power to help them. Genau, und was ist das? Truly, I know nothing of the ways of fighting, but I do know some white magic. I'm hoping that will be of some use to them. Na, für die vielleicht nicht, aber. Is there anything I can do to help you? Für mich vielleicht. Wenn man Shininda hier zweimal oder dreimal anspricht, dann kann man sich hier quasi eine Gratisheilung abholen. Na, nur nicht hyperventilieren hier. Die man auch in Anspruch nehmen sollte, weil sie ja, wie gesagt, gratis ist und man braucht nicht wirklich etwas dafür tun. Der Weg hier runter zu der eigentlichen Mihan-Aktion ist leider sehr fad, finde ich. Also er sieht zwar toll aus, also der Funguspass wirklich mit dem Nebel da unten, das sieht schon ziemlich cool aus.
aber es passiert nicht wirklich viel. Depending on the way things turn out, we might suffer casualties. In such an event, we would be grateful if you could perform the sending, my lady. Ja, das werden wir sicher machen, wenn es dazu kommen sollte. Wie gesagt, es kommt für mich irgendwie so vor, als wäre das ganze Tal hier nur so quasi ein Füller, bis man, damit man genug Erfahrungspunkte oder AP bekommt, bis man beim nächsten Bosskampf ist. Und hier können wir noch... We may have to fight here as well. Stay alert. Okay. Lady Summoner, what are you doing here? Ich weiß auch nicht genau, also vielleicht wollen wir uns nur die Aktion hier anschauen. Und hier können wir wieder mit dem Aufzug quasi rauffahren. Da sind wir schon dem Stützpunkt der Aktion Mia einen Schritt näher. Ganz dort sind wir allerdings noch nicht. Hier bekommen wir noch eine X-Potion und es gibt hier noch zwei Schätze, beziehungsweise für mich nur einen Schatz zu finden. Und zwar der erste ist natürlich, wie zu erwarten, hier bei dem Aufzug runter. Der ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Der zweite ist dann schon etwas versteckter. Den verpasst man auch beim ersten Mal fast immer, also ich habe ihn beim ersten Mal auf jeden Fall verpasst. Aber wenn man das weiß, dass es dort liegt, dann lässt man sich natürlich nicht ablenken. Und zwar, wenn wir hier weiter raufgehen, sehen wir es gleich, geht es auch noch ein Stück nach rechts rein. Und zwar sehen wir das gleich, wenn wir hier ein Stückchen weitergehen. Den Typen können wir auch ansprechen. Dann bekommen wir 400 Gil. Alles Geld, was wir bekommen, ist auf jeden Fall nützlich, weil wir werden das gleich sehen, warum. Oder gleich in der nächsten Folge speziell dann sehen, warum. So, und hier hinten... Ja, und hier hinten ganz in der Ecke würde das Albed Lexikon Nummer 10 liegen. Also auf keinen Fall liegen lassen. Abgesehen davon, dass man hier sowieso AP bei den ganzen Zufallskämpfen bekommt, die man wirklich gut brauchen kann. Und wenn wir mit allem fertig sind, dann geht sie einfach mit dem Aufzug auf. Dann sind wir also am Ende des Funguspass oder zumindest am Ende auf dem Weg zur Operation Mihen. Da vorne finden wir nämlich einige Leute. Und zwar unter anderem auch Lutz und Gatter. Und bei denen wollen wir gleich mal hören, was die zu sagen haben. Why only you, sir? I want to fight too. Orders are orders. I'm not a cadet anymore, sir. Let me go with you and I'll prove it to them. Guarding the command center is important too, you know. But I came all the way from Besaid to fight Sin, sir. I know, but an order's an order to your post, Crusader. But, sir! Damit ist die Geschichte natürlich noch nicht zu Ende. Denn jetzt kommen unsere Helden quasi dazu und versuchen noch aus Lutz einiges mehr herauszuquetschen. They let you through, huh? Hm. Gata deserves better. At least there's no chance he'll get hurt. Why are you guys fighting anyway? Aren't the almighty Albed Machina enough? They still need some time to get them ready. Our job is to keep Sin at bay till they're done. Waka. I might not get another chance to say this. It's about your brother. Luzu, no! What? I'm the one who convinced him to enlist. I'm sorry. Ugh!
Walker! That's enough, Walker! When we used to play Blitz together, Chapu used to say... He said that when we won the cup, yeah, he proposed to Lulu. And then one day, he goes off and becomes a crusader, just like that. Chapu also said to me that being with your girl is good. But keeping Sin far away from her is better. Lou, you knew? Luzu told me before we left. She hit me too. All crusaders in the vanguard are to assemble on the beach. That's my cue. Luzu, don't die out there. So you can hit me more? Lots more. Luzu, please. Please don't go. I have to, Yuna. Let him go. The man has already chosen his path. As you did when you became a summoner. It would be a long time before I ever really understood the reason why Yuna let Luzu pass that day. Ja, und das Ganze hilft natürlich alles nichts. Die Operation Mirren geht natürlich weiter. Ich werde hier aufhören kurz, mal meine Sphärenlevel investieren und die Gruppe vorbereiten, weil nächstes Mal... Ups, wollte ich gar nicht so. Nächstes Mal gehen wir hier auf die Plattform, das ist nämlich ein Aufzug, und fahren rauf. Da ziehen wir dann quasi gleich um die Ecke von der Hauptbasis der Mihen-Operation. Und was uns dort erwartet, warum wir dort viel Geld brauchen und ja, wie die Operation an sich aussieht, das sehen wir alles nächstes Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 10. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß.